Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 325 von Simotrans. Ja, wir haben da zu tun, indem wir eine Brauerei beliefern und die Brauerei muss natürlich auch dann noch Gastwirtschaften beliefern und Markt und Marktplatz. Da wollen wir uns in dieser Folge drum kümmern, aber alles werden wir da auch nicht schaffen. Aber nach dem Intro gucken wir uns das erstmal an, ne? Bis gleich. So, dann sind wir jetzt hier mitten auf dem Plattenland. Nee, nicht auf dem Plattenland, mitten auf dem Weg hier. WASD geht nicht, ne? Wir müssen Pfeiltasten nehmen. Und die Pause vor allem raus. Hier ist unser. Nee, das ist doch nicht. Ich dachte, das wäre unser Personenzug. Ist er gar nicht. Aber hier lang wird Hopfen auf jeden Fall müssen, glaube. Weil Hopfen gibt es nur einen Hof für, ne? Meine ich. Wer kommt hier gerade reingefahren? Haben wir denn hier noch irgendwo. Den Personenzug? Nein, der fährt ja gerade nicht lang, ne? Den könnten wir gerade mal einmal. Ah, warte, da ist er doch. Oh, keinen einzigen Passagier dabei. Da hätte ich jetzt aber mitgerechnet, dass wir Passagiere fahren. Das würde ja bedeuten, dass der auf der Seite hier gar nichts macht. Ich hoffe, der fährt wenigstens welche rüber. Aha, ich weiß, warum er nicht kann. Hier ist kein Personenzug dran. Doch, ist. Okay. Kann er da welche mitnehmen, ist die Frage. Oder müssen wir hier noch ein zweites Gleis machen für Personen? Oder reicht die Bushaltestelle, ne? Dann können hier welche einsteigen, ne? Es könnte sein, dass das unser Problem ist, weil kein Bahnsteig ist für Personen. Er wartet brav schon mal hier. Mach ich mal gerade schneller, damit er da ist. So, jetzt war er da und jetzt hat er. Ne, er kann, da können Leute einsteigen. Passt, die 175 nimmt er mit. Okay, dann ist alles okay. Aber nach hierhin will keiner. Gut, auch schön. So, jetzt müssen wir überlegen. Wir gehen. Liedenburg-Waldhafen ist überfüllt, okay. Einmal über die Karte, gehen wir oben zur Brauerei, beziehungsweise das hier war nicht die Brauerei, das war die Glasfabrik, die wir passend angeschlossen haben, denke ich mal. Ja, wie wir sehen, sehen wir, dass da schon das nächste Problem herrscht. Kein Schild gestellt. Für Auswahl. Ich glaube, so rum ist richtig, ne? Oder? Hätten wir es besser mal an einer anderen Stelle gestellt, ne? Gut, das heißt, der LKW muss erstmal hier raus. Weil der weiß ja sowieso nicht, wo er hinfahren soll. Oder ne, der wartet ja, das geht ja, der kann da bleiben. Der zweite muss hier erstmal gerade raus. Wenn er hinterm Schild ist, kann er sich dann nachher wieder der Sache zuordnen. Der nächste bitte. Der fährt jetzt auch raus. Ich glaube, noch zwei müssten wir machen. Der hat schon und der hat auch schon. Alles klar, dann ist es keiner mehr, den wir machen müssen. Die anderen finden schon ihren Weg. Ne, der da in der Mitte, der steht da. Der steht noch falsch. Und wie wir gerade sehen, vielleicht wird auch der Weg nur blockiert. Wenn er hinterm Schild ist, darf er dann wieder zurückkommen. So, jetzt auf ein neues. Lass sie jetzt fahren, ist egal. Dann machen sie Wende der Leerfahrt, wenn es sein muss. Diese beiden müssen noch was anderes tun. Einer fährt jetzt voll leer zurück. Ne, einer, der leer fährt, ist sogar der richtige, ne? Naja, okay, passt schon. Die sollen jetzt Ding ins Flaschen wegbringen, ne? Wir haben Kohle hier, aber wir haben noch keinen Sand hier, ne? Sehe ich mal so. Sandbaggersee. Ja, ist hier. Okay. Ja, der Sand muss auf jeden Fall da irgendwo hin. Sand wartet auf jeden Fall.
Und da ist Mineralöl drin. Wo ist denn dann der Zug, der. Ach, der steht hier drin, okay. Der fährt Sand irgendwo hin. So, dann kann das zu. Ist die Frage, wo fährt er denn Sand hin, ne? Auf jeden Fall nicht da, wo wir ihn haben wollen. Weil der Sand muss nach da oben auch. Wer nimmt denn dann Sand mit? Dieser könnte Sand mitnehmen. Jetzt ist die Frage, wo fährt er hin? Ja, ich glaube, wir müssen hier erstmal die Zufuhr für Sand schaffen, aber warte mal. Wir haben ja hier LKWs, die definitiv das können. Aber die bringen nur Kohle. Jetzt ist die Frage, ob hier oben auch irgendwie Sand hinkommen kann. Okay, da gehen 200, 207 fahren da durch hier gegen. Wo ist das? Da ist das, okay. Mach das mal zu. Ah, den können wir auch zumachen. Also die liefern hier ja was an, ne? Und was hat er da drin? Kohle? Paletten? Ach so, wir sind jetzt nicht gerade auf dem Zug, ne? Salz ist da drin, okay. Ist ja auch weiß, ne? Ist klar. Ach so, da hätten wir vielleicht gerade zweimal klicken müssen. Dann hätten wir gesehen, dass hier nur Kohle und Schrott drin ist. Aha. So, jetzt ist die Frage, wie kommt der Sand hier hin? Der ist hier. Der wird nach da abtransportiert, der Sand. Ich glaube hier, was war hier nur Öl und Sand, wenn. Der Sand ist aber nach hier unten gegangen. Der wird wohin gebracht? Hier ist nur Kohle. Da fährt der Sand, glaube ich, ne, oder? Der geht zum Papierhersteller. Aber nee, der fährt hier bestimmt durch. Zum Zementwerk geht der Sand. Ja, der fährt durch. So, und hier liegen Möbel. Was braucht er denn hier noch? Kohle wird ja auch angeliefert. Das bedeutet, es muss einen Weg hier weggeben. Gibt es denn einen Kohlezug, der dann hier hält? Die hier angeliefert werden, Kohle, Güterzug, Kohle, Zementwerk, alles klar. Das bedeutet, es wird definitiv auch den Weg zurückgeben. Weil Sand ist hier wahrscheinlich schon zu voll, dass es hier hinkommt. Das bedeutet, der Sand bleibt tatsächlich hier liegen, um dann weiter transportiert zu werden. Gehe ich von aus. Obwohl es angeliefert worden. Aber das ist zu viel gewesen. Hier liegt jetzt auch Sand, der nach Altenau zur Kohlemine geht. Okay, die Kette besteht nach da hinten. Altenau Kohlemine. Da wird angefahren. Wo steht der? Der wartet auf freie Fahrt. Dann ist es schon geklärt. Der Sand kommt zur Glashütte. Mit irgendeinem anderen Zug. Der nimmt das aber nicht mit, oder? Nein, der nimmt die Möbel mit. Vier Möbel hat er eingepackt, okay. So, dann ist das geklärt.
Dieser hier, der holt gleich den Sand und bringt den hoch. Denke ich. Und die LKWs bringen das dann da auch hin. Und das war hier dann, ne? Das ist... das heißt hier... Nee, Hardachsen Stahlwerk, Altenau. Ach, der bringt den erst nach da hinten hin. Alles klar. Hm, das ist ein bisschen kompliziert, aber das kommt an. So, das bedeutet, wir müssen uns jetzt weiter um die Brauerei kümmern. Glas wird irgendwann produziert. Entschuldigung. Brauerei braucht Gerste und Hopfen, was hier nicht ankommen kann zurzeit. Die Flaschen werden definitiv angeliefert, sobald welche produziert sind. So, jetzt brauchen wir Gerste und Hopfen. Gerste und Hopfen kann definitiv zur Tierfutterfabrik transportiert werden, würde ich sagen. Ne? Wo war die? Das Chemiewerk. Nein, wir müssen noch weiter nach hier unten. Da ist der Kanal gewesen. Hier wird es angeliefert werden. Also hier müsste ja Getreide kommt hier an. Gerste und Weizen. Das bedeutet, es könnte hier auch Hopfen ankommen. Das bedeutet, von hier fährt aber kein Zug. Doch, fährt auch. Die Anlieferung, warte mal, da müssen wir hier nochmal hin. Selbst der Obstbauer hier oben liefert da an. Warte mal, wenn der Obstbauer hier anliefert. Der hat Weizen. Das heißt, Getreide kommt bis hierhin auf jeden Fall auch. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur von hier aus einen LKW losschicken, der darüber fährt zur Brauerei, oder? Warte mal, gehen wir zum Hopfenhof. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Karte nur einen Hopfenhof und der befindet sich hier. Der hat die Brauerei, die wir anliefern, ist klar. Und die zweite Brauerei ist jetzt hier. Okay. Lass mal die Klosterbrauerei nochmal gerade aufrufen. Der Hopfenbauer ist hier auch nur der eine. Also ist das der einzigste Hopfenbauer, den es hier gibt. Gut, geklärt. So, da ist am Rand der Karte, deswegen geht das nicht weiter nach oben. So, das bedeutet, dieser LKW wird fahren, sobald wir die Brauerei mit Hopfen da oben anliefern lassen. So, das geht zur Klosterbrauerei, das geht auch wahrscheinlich hier rüber dann. Das fährt hier rüber, kommt von den Höfen hier. Das heißt, bis hierhin ist definitiv Getreide geliefert, oder? Ja. So, jetzt ist die Frage, aber er hier oben liefert ja auch nach da unten. Der liefert auch die Tierfutterfabrik, glaube ich. Okay, mach mal Karte zu hier, das nimmt uns zu viel Platz weg. Das hier ist doch ein Getreide-LKW, oder? Der fährt Obsthof Südostwald. Wo fährt denn der dann hin? Hier unten? Das ist ja hier mitten in der Pampa da, ne? Das hier ist doch Südostwald, oder? Ja. Das würde bedeuten, es wäre sinniger, hier anzuliefern. Gehen hier landwirtschaftliche Güter? Das ist die Frage. LKW Obsthof. Was bringt der LKW hier zum Obsthof? Was hat denn der geladen? Obst.
Der kann aber keine landwirtschaftlichen Güter machen. Aber der LKW-Obsthof fährt auf jeden Fall diese Strecke. Das heißt, ich setze da einfach gerade mal ein Dingens drauf und gucke, ob der sich bewegt. Landwirtschaftliche Güter. Ja, Flachs hätte ich gerade auch nehmen können, aber wir nehmen mal Hopfen. Gibt es keinen LKW in der Form, also müssen wir diesen nehmen. Der kommt jetzt auf die Route LKW-Obsthof. Und starte den mal. Wenn der sich jetzt bewegt, ne? Dann gibt es die Linie. Nee, der kann sich nicht bewegen, weil das falsch ist, was wir gerade machen. Obwohl, doch. Über die ganzen LKW wird es jetzt gehen. Aber nur bis hierhin, das wird ja nichts bringen. Das heißt, dieser hier kann wieder zum Depot, der fährt den falschen Weg. Der muss die Strecke fahren, wie die anderen LKWs sind. Glashütte. Der muss auf die LKW-Glashütte, muss der drauf. Nee, das ist auch falsch. Zur Glashütte brauchen wir nicht, das ist doof. Wir brauchen da tatsächlich einen neuen Fahrplan. Nee, das machen wir jetzt nicht so. Läuft schief, wenn wir das so machen. Der. Machen wir weg. Kein Fahrplan passt. Und dann machen wir den Fahrplan jetzt neu. Neue Linie wird das. Ach, lass erstmal hier einfügen, hinzufügen. Der ist hier. Jetzt bin ich da in dem Fenster verloren. Jetzt passt's. Wo ist die Brauerei? Da. Nach da. Hardexen Brauerei. Ah, jetzt ist wieder das Fenster da ausgewählt. Ey, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Er wählt mir immer das Fenster so schön aus, da oben, ey. So. Ich muss gucken, dass ich da hinkomme, wo ich hin will. Der ist im Depot angekommen, ist klar. So, und jetzt hier. Und Hardexen Stahlwerk soll auf 100% warten. Das wird eine neue Linie und die Linie heißt LKW Brauerei. Enter. Und starten. Und was passiert jetzt hier? Nix. Wir müssen diese Linie doch bearbeiten, denke ich mal. Der müsste zum Obsthof fahren, der ja auch nicht ganz weit weg ist. LKW-Brauerei nochmal reinholen. Hardexen-Riedenburg. Ich glaube, der kann weg. LKW-Brauerei. Linie ändern gleich. Ah, ich liebe es, wenn er das macht.
So. So, einmal hier hinfahren. Und dieses, ne, dieses kann weg. Hier 100% laden und dieses 100 am Stahlwerk kann erstmal weg. So, und jetzt könnte es klappen. Ja, er lädt gerade. Er hat geladen. Das heißt, der Hopfen kommt dahin. Wenn der Hopfen dahin kommt, kommt auch der Weizen dahin. Wollen wir uns auch keine Gedanken drum machen. Ist das schon unser LKW hier? Ja, dann wird der Hopfen irgendwann den Weg hierher finden. Wahrscheinlich wird der LKW mit den landwirtschaftlichen Gütern jetzt hier für unsere Brauerei, die er jetzt als erstes anfährt. Natürlich der falsche Weg ist, fahr mal die andere Richtung. Stell dich mal zum Obsthof und mach da schon mal Landwirtschaft, also den Weizen hol da schon mal her, ne? War es doch, oder war es Gerste, den Hopfen? Ja, Weizenbier gibt's wohl nicht, ne? Ich glaube, Weizenbier ist es nicht. Was wollen sie haben? Gerste. Okay, Gerstensaft ist es. Das bedeutet aber, auch die Gerste wird dahin kommen, oder? Wenn Weizen dahin kann, kann auch Gerste dahin. Wird spannend. Und die Gerste müsste jetzt eigentlich auch hier angeliefert werden über diese Höfe hier unten, oder? Durch diese Höfe hier unten. Der biegt nicht nach links ab, der auch nicht. Das ist ein Bus. Der ist leer. Ja, jetzt müssten wir die Linie vom Obsthof haben. Hier müsste Gerste liegen für den Obsthof dann oder umladen beim Obsthof. Adenauer Geflügelhof ist anderer Weg. Mal gucken, ob hier. Ah, Gerste, Döbeln, Tierfutter. Ne, das war es nicht. Mal gucken, wann hier das kommt. Es muss auf jeden Fall über den Obsthof laufen. Wer ist das jetzt hier unten rechts? Hopfen. Ach, das ist der Hopfen-LKW, okay. Ja, der bringt ja die Sachen jetzt zur Brauerei, dass es hier hochkommt. Genau. Gerste über Adenauer Geflügelhof. Ist es das? Nein. Da ist er, der Obstbauer. Die Gerste geht an den Obstbauern. Läuft. Brauerei ist versorgt, oder? So, die kriegen Sand und Kohle fürs Glas. Das Glas wird nach hier hingebracht. Die Gerste läuft, der Hopfen läuft, die Flaschen kommen. Eigentlich dauert nur. So, und dann müssen wir gucken, dass die Gastwirtschaft, der Marktplatz und so angeliefert werden kann. Das ist Stückgut. Jetzt muss man überlegen, wo kommt Stückgut weggebracht, ne? Hier bei der Möbelbude geht doch Stückgut hin und her, oder? Das bedeutet, dieser. Wo liefert der an? Ist das hier der Adenauer Ostwald, ne? Ne, das ist ein anderer wie der hier. Altener Ostwald. Wofür ist denn der hier gut? Dieser Halt. Bretter, Stahl, Verpackungsmittel. Verpackungsmittel sind schon Dingens wieder, sag schon. Geräte und Maschinenfabrik wird hier auch angeliefert. Könnte sein, dass das dann doch hier klappt, auch mit. Bin mir jetzt aber nicht sicher.
Ach so, die machen, die stellen, was stellen die denn her? Haushaltsgeräte, ach so, die werden dann abgeliefert, genau. Das heißt, dahin liefern ist schlecht. Ich muss zu diesem hier liefern. Oder halt zu dem hier. Ja, zu dem hier geht auch. Der hat den passenden Anlieferung. Das bedeutet, die Brauerei braucht einen LKW, der das Bier nach da unten bringt, oder? Das heißt, ein LKW ja, der muss dahin. Wobei hier das Ding ist da, ne? LKW für Bier, da ist es ja schon. Sattelschlepper ruhig. Der. Und Fahrplan ist von dort. 100%. Ja, hat wieder gut geklappt. Nach da. Das ist eine neue Linie. LKW, Bier, Bahnhof. So, wenn wir das Bier zum Bahnhof bringen. Wird es seinen Weg finden, oder? Enter. Plus. Starten. Und das gucken wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge einmal an, ob das Bier dann wirklich dahin kommt. Aber eigentlich müsste es dahin kommen, weil ich glaube, dieser Zug zum Beispiel schafft auch. Ne, der macht gerade tatsächlich Schüttgut. Sieht zwar nicht so aus, aber der fährt Schüttgut. Hier muss ja auch was. Verbindungstechnisch Backwaren sein. Betonfertigteile, Bier. Bier ist klar, ist jetzt neu. Die Farben sind auch Stückgut. Okay, das müsste eigentlich hier auf der Karte irgendwo verteilt werden können. Und jetzt ist nur die Frage, zum Marktplatz muss es definitiv dann reichen eigentlich. Heißt das, das ist angeschlossen oder heißt das, es ist nicht angeschlossen? Ich glaube, das heißt, es ist nicht angeschlossen oder noch nicht beliefert wahrscheinlich, ne? Okay, das machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao!